Scheißen, was ist Echt das? mal. Oh, und Okay, es geht geht schon los. los direkt. Nice, Ja, und nice. neues Design. Das sieht auf jeden Fall auch sehr schick aus. Du bist nicht rein. Ah, das ist Overlay, ja. Ja. Wer hat das gemacht? Weißt du das? Nee. Ja, okay. Ey, die Forward Tilt into Upper, das war. Ja, Lifted haut gleich auf jeden Fall ordentlich rein hier. Ja, die größten Fake-Kombos, aber es ist halt Bowser, ne? Oh mein Gott. Das, wär, das, das ist auch so ein random Hit irgendwie danach nach Upsmash, ne? Ja, yeah, du hast erstaunlich viel Zeit. Also wenn du es richtig machst, kannst du auch mit Backer. Also nicht Stimmt. bei den Prozenten wahrscheinlich. Ja. Oh, der oh, Parry! Nice Parry. Ich sag einfach mal, es war intentional, weil Marco halt so krass ist. Okay, nice. Nice, ja, nice. Gegimmt. War es ein Nerv? Ja. Die Abi gecovert auf jeden Fall. Cleanes Peachplay auf jeden Fall. Dafür ist er bekannt. Ja, seine Kombos sind auf jeden Fall sehr geil. Ja. Sexy, sexy. Also ich würde sagen, auf seinem Level safe. Die beste Execution von allen Peach Filmen, die ich kenne. Oh. Oh, geil, geil. F-Til. Das ist auch nicht so einfach gegen die Abwehr von Peach, oder? Ich finde das immer extrem schwer. Boah. Da hat der Ausfisch reingeknallt. Ja, das ist ein geiles Matchup. Also einfach das Rumgekloppel, weißt du? Ja, ja. Verteilen sich einfach so gegenseitig komplett. Ja. Kann auch keiner weg da rein. Nee, da gibt es kein Rumgekämpfe, Rumgewarte oder ja, was. Ja. Ne? Wie gesagt, Marco kann sich irgendwelche Kombos aus dem Hut ziehen. Ja. Das funktioniert einfach. Nee, Bowser macht es halt nochmal ja. noch mehr Spaß. Ne? Bowser haut einfach die F-Tilt rein oder Backair. Ja, oh, ja. Backair killt. Ist doch schön gemacht. 70, sehr schön. Ja, Bowser, der kassiert erstmal so um die 80-90%. Von der Turn-Combo? Ah, schade. Ich dachte, wir sehen jetzt hier eine Zero to Death. Oh, das zweite Mal. Ja, der ist echt clean mit dem Timing. Das ist extrem scary. Also gegen Spawn will ich auch wirklich nicht an der Ledge sein. Nee. Muss nicht passieren. Jetzt geht's ein bisschen langsamer. Okay, der Stock. Ja, nee, das texte nicht. Nee. Schön die Turn-up als Ablenken. Ja, echt, ne? Also ich dachte auch, er wirft die auf ihn runter. Ja. Ja, das Gute ist, also er spielt halt relativ viel gegen mich und gegen Roy ist es tatsächlich besser, das von unten zu machen, weil seine Magnet Hands so groß sind, dass du vorher quasi so, okay. runtergehst und so den Weg abschneidest quasi. Mhm, aber ich glaube, gegen Bowser kannst du ruhig von oben rauf. Obwohl, das klingt vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall hat er nicht mit dem Tag gerechnet und Rostock ist ab. Schlaues Play. Mal sehen, ob Squall hier die Ehre der Region verteidigen kann. Und er fällt direkt an mit einer soliden 78er-Kombo. Oh mein fucking Gott. Ist er tot? Oh, ja, der hat geklankt. Ja, okay. Und wenn er jetzt ist, Deep wäre, ne? Oh, das war so bitter. Ja, also die 100%, die bedeuten noch nichts. Er muss auch den Kill finden. Hat er im letzten Game sehr gut gemacht. Ja, aber guck mal, 147 schon auf Rosas Kopf. Naja. Boah. Ja, ich bin noch am Kommentieren. Wir können danach. Oh, schon wieder nicht. Nicht getankt. 17% nur? Ja. Und mit der Turnip in der Hand? Ah, okay. Boah. Oh mein Gott, der Doppel-Up. Zweimal. Ja, ja, machst du einfach. Dafür braucht Peach schon mal eine gute Combo für 60%. Ja. Aber sobald er einen Hit landet, geht es dort wieder los. Aber da ist er auch schon wieder auf 100%. Peach, genau, richtig. Wieder auf 100. Ah, das diesmal. Okay. Ja. Fängt die Turnip mit der Abwehr sehr schön. Oh, der Command war es das schon? Ja, okay, das war sehr ultra. Nice. Und auf einmal ist wieder even. Ja, das Call lässt sich nicht beeindrucken. Nee, weißt du, jetzt nee. Ballerst da deine Combo, ich drücke zweimal ab. Ja, bist schon bei 70. Ja, ja. Es ist. Boah. Oh, okay. Der wollte ja fancy sein, hat und fast funktioniert. Mhm. Ja, dafür geht er gerne. Mhm. Okay. Boah, sein Armor. Armor. Ja. Das hat das auch hart. Noch. Oh. Ja, jetzt ein bisschen extra Damage auch noch. Sehr schön. Scrollen, glaube ich, das erste Mal. Wollt ganz knapp den Edge Guard und das ist ein Zeitlich, das killt auch wieder. Boah. Ja, und Squall, das erste Mal jetzt im Lead, ne? Könnte sein. Wie wird Lifted? Wie wird Lifted sich den Stock holen? Er holt ihn auf jeden Fall, außer. Ja. Wahrscheinlich mit dem Edge Guard oder einer Back in der Corner. Mhm. Ja, die ja, Backer noch schön mal. Space, aber schön es killt noch lange nicht. Er muss wirklich. Ah, nice, sehr schön. Killt er schon? Oh. Ah. Boah, wurde fast reversed. Oh, okay. Das war ein bisschen gut, glaube ich. Ja, gut gewartet von Squallen. Gut ja, gewartet. Okay. Challenge mit der Down Air. Das ist jetzt auf jeden Fall eine gruselige Position. Du musst auf jeden Fall die Back jetzt reinkriegen. Oh, okay. Ja, machst du. Warum nicht? Ich meine, viel hast du nicht zu verlieren. Nee.
und im besten Fall brichst du deinen Gegner komplett. Sehen wir den Edgeguard? Okay. Jetzt ist Lifted wieder im nicht mehr. Yeah. Es ist ganz halt ein Hin und Her. Ja, ja, boah, die Effort, ja. Und schon, jetzt die Peach macht so viel Damage, das ist halt crazy, ne? Mm. Jetzt wird es eigentlich nochmal richtig spannend, wenn es. Zögern beide. Das ist halt auch gruselig, wenn du plötzlich so diese 100% frisst. Jetzt scrollen wir die ganze Zeit im Lead, jetzt muss er hier im Überlebensmodus sein. Aber catch den Jump, das ist extrem gefährlich. Für den Edgeguard, ja, er muss früh abbiegen. Okay. Oh, da bis hin. Mistimed den Attack. Der Attack war risky. Fort, ja, sehr schön. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. So, jetzt der Two-Frame muss sitzen. Boah. Ich dachte, der Delay war gut, aber er hat nicht genug Zeit gehabt. Nee. Oder er hat zu viel Zeit gehabt. Ja, der FP, der kommt auch schnell raus, ne? Ja, Scrollen ist überdiftet gesiedelt, ja. Ey, das wollen wir natürlich auch so sehen, ne? Nein, also besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Das Settle, ja. Aber, ich bin ehrlich, ich will schon, dass Rohstock gewinnt hier. Es geht nicht anders. Und Peach muss auch endlich mal Revenge gegen Bowser kriegen. So nach, hat sich nicht stimmt. alles gefallen lassen. Manchmal muss auch ein schöner Slap ins Gesicht muss auch mal sein, weißt du? Schön mit der Krone. Ja, 1-1. Und wir gehen wieder auf Smash Bros. Wahrscheinlich irgendwie für beide eine gute Stage. Bei Scorn spielt er sehr gerne drauf. Aber Lifted wahrscheinlich genau. Das war ein bisschen Curve-Kombo, aber 50-60% nimmt man mit. Das ist halt das Ding, ne? Und ein Grab von Bowser, dann bist du auch wieder schon bei 30 oder 40. Und dann der Advanced State oder der Up Out of Shield hinterher. Ja, stimmt, guck mal noch. Die ist auch extrem gut gegen Peach, glaube ich, ne? Schon der Multi-Hit kannst du auch nicht spot-dodgen oder so, du musst wirklich disengagen. Das ist eigentlich auch so gut wie gar kein Endlag. Boah, das war close. Oh, das killt! Einfach. War so früh! Platte 98 oder so? Ja, boah, lässt sich auch nochmal 20. Jetzt muss er halt wirklich aufpassen, dass er sich nicht. Oh. Ja, der ist die, okay. Ich wollte gerade sagen, dass er sich hier nicht mental aus der Ruhe bringen lässt. Ja. Und jetzt, der ist von Scrollen, der lässt sich natürlich auch. Ich glaube, die brechen mehr und mehr. Ich glaube, werden nervöser jetzt. Wow, das war auch schon knapp. Das war auch extrem close, ja. Ich weiß, es geht noch nicht bei dem. Oh, das war knapp. Okay, nice. Oh. Schade. War kein Edgeguard, aber die Downer wird gepunished. Kommt jetzt einfach nicht aus dem Disadvantage raus. Oh. Mr. Saturn. Lässt ihn auch auf der Stage. Jetzt wird. Behält ihn. Oh, die Fair. Da muss er echt aufpassen. Ja, die sitzen auch mehr und mehr. Oh nein. Gott. Ja, aber er musste ja auch mehr dodgen, sonst hätte er so oder so, ne? Ja. Vielleicht ein Konter oder so? Schwer zu sagen. Ja. Vielleicht auch irgendwie mehr oder so. Aber es ist schwer. Bowser's Fair ist schon echt gut zum Edgeguard. Das stimmt. Und kann auch richtig low gehen, ne? Schöne Anti-Air mit der Abbiege. Das tut alles weh gerade. Das ist es. Das könnte es sein. Ja, F-Tit sitzt nicht. Upsmash. Auch die Get-Up-Attack sind ja extrem risky. Lifted muss sich jetzt einen Stock holen. Ja, das muss jetzt sitzen. Oh nein. Boah, die late Upbeat. Lässt sich nicht verarschen dann in der Ledge. Der Fair nochmal hinterher. Flame Breath. Auch noch. Oh, das war extrem gut. So, jetzt. Grab. Jetzt eine Chance für Lifted. Doch noch nicht. Ja, noch lange nicht. Grab killt ja noch so. Ja, nur der Backthrow killt. Okay. Eine stabile Peach-Kombo. Peach mit Rage und eine Kombo, die haut jetzt rein. Und das ist. Es geht los. No way. 80%! Das war's. Er hat keinen Jump mehr. Oh mein Gott, er hat sich das geholt! Er hat sich das Ding noch geholt! Das war echt gutes Set. Krass von Marco noch das Comeback zu holen. Wir haben es gecallt, ne, mit dem Rage. Heftig, mit der Turnip in der Hand, aber ich hätte nicht gedacht, das sah auch nicht aus wie so eine Peach. Nee, gar nicht. Aber extrem.